Guten Morgen, liebe Leute. Heute herzlich willkommen bei meinem neuen Film. Ich befinde mich noch immer in dem Dorf Dolcedo. Heute in den Morgenstunden begrüße ich euch einfach von hier, von dieser Brücke aus, weil man von hier aus jetzt den schönsten Blick auf das malerische Dorf hat. Auf der einen Seite haben wir das zweite Teil des Dorfes einfach auf einem Hügel und unten kann man sehen wieder die Schlucht. Sozusagen in den Morgenstunden hat jetzt das Dorf eine ganz andere Farbe, eine ganz andere Nuance. Nicht nur die Brücke kommt jetzt zum Erleuchten, sondern die ganzen Gebäude ringsumher, insbesondere die Kirche. Von der Kirche aus drehe ich mich jetzt mal wieder in die Richtung des kleinen Abschnittes des Dorfes auf dem Hügel und kann hier feststellen, dass weiter unten ein kleiner Wasserfall zu sehen ist. Also herabsteigen zu diesem Wasserfall kann man leider nicht. Diese einmaligen Bilder aus dem Dorf Dolcedo sind für mich etwas ganz Besonderes. Also dieses Dorf ist wirklich sehr alt und inspiriert einem. Ich muss sagen, dass mein Traum geht in Erfüllung, in so einem alten Dorf aus dem 13. Jahrhundert zu stehen. Und auch hier in diesem Dorf zu wohnen, ist auch ein Privileg. Genau auf dieser Stelle, auf dieser Brücke, neben dieser Brücke, befindet sich mein Hotel und ich habe jetzt immer diese schöne Sicht auf dieses Dorf. Und wenn die Sonne wieder auftaucht, dann kommt alles wieder so richtig zum Leuchten. Eine richtige Freude kommt auf zwischen dem Licht- und Schattenverhältnis. Sozusagen könnte man Stunden hier verbringen, diesem Spiel zuzuschauen. Nachdem ich jetzt das Dorf Dolcedo gesehen habe, bin ich jetzt in dem Dorf Civezza. Und an der höchsten Stelle des Dorfes befindet sich die Kirche. Und genau neben der Kirche hat man jetzt den wunderschönen Blick auf das Meer, auf die Brücke, auf die Landschaft Liguriens. Man kann sagen, es ist einmalig. Ich laufe jetzt in den engen Gassen des Dorfes entlang und komme genau auf diesen zentralen Platz vor der Kirche an. Ich bin sehr begeistert, einmal hier oben zu stehen auf dem Gipfel des Berges. Und von hier kann ich nicht nur hochschauen auf den Turm der Kirche, sondern auch auf diese Landschaft. Von diesem Platzhaus hat man auch Zugang zu verschiedenen Gärten. Das sind jetzt nicht nur Gärten, sondern auch Hinterhöfe. Ich bin jetzt gerade auf einer Terrasse gelandet. Von hier aus gibt es jetzt wieder einen Blick einfach in das Tal. Den magischen Blick auf das Tal darf ich euch nicht enthalten. Also schaut mal her. Und wenn man jetzt dem Tal emporschaut, kann man entdecken, dass genau auf dem Gipfel dieses Berges einfach Häuser aneinandergereiht sind. Ein Haus schöner als das andere und alle geschmückt mit Blumen. Diese Terrasse und Hof ist einfach zum Entspannen gedacht. Also hier könnte man seine Tage einfach in den Bergen verbringen.
Und genau von diesem zentralen Platz kann man einfach zu einer unterirdischen Passage gehen. Kommt einfach mit. Man läuft als durch einen Kanal und es wird immer heller. Hier vorne sehe ich jetzt einen Ausgang. Auf der einen Seite geht der Weg in einen Garten und die nächste Verzweigung, da weiß ich noch nicht, wo er mich hinführt. Und der zweite Weg ist als versperrt. Da vorne sind als jetzt Blumentöpfe angebracht, als Grenze. Das war mal wieder ein Abenteuer. Und jetzt geht's wieder los zu einem anderen Ort. Genau hier zwischen diesen alten Mauern, schätzungsweise aus dem 13. Jahrhundert, könnte man die alten Filme als spielen. Also die Kulisse wäre perfekt. Ich muss sagen, dass sogar die Türen aus dieser Zeit noch erhalten sind. Wirklich sehr schön. Und wenn ihr noch nicht eine Holztür gesehen habt, wie die früher mal ausgesehen hat, also, die haben wir jetzt vor mir. Mit diesem wunderschönen Muster. Und hier haben wir sogar noch das Schlüsselloch zu sehen. Und du möchtest jetzt ganz bestimmt wissen, in welchem Dorf ich war, also Cevica. Und das liegt jetzt hier unter mir. Man kann sagen, beim Sonnenuntergang sieht man dieses Dorf am besten von hier oben. Und da diese Strecken ohne Mietauto nicht möglich sind, habe ich hier vor mir mein Mietauto. Und jetzt geht es weiter. Ich möchte heute noch einen See erreichen. In der Nähe meines Dorfes Dolcedo befindet sich jetzt diese Kirche. Sie liegt jetzt einfach oben auf dem Berg. Und jeder, der einen Einblick in diese Kirche haben möchte, der kann ihn haben. Diese Kirche ist einfach mit einem Gittertor versperrt. Aber eine freie Einsicht hat ein jeder. Und somit kann ich auch einen Blick über den Altar werfen und über die Malereien, die dort angebracht sind. Es geht jetzt einfach in den Wald über spektakuläre Brücken. Gleich neben dieser Brücke befindet sich ein See. Die Farbe dieses Sees ist leuchtend blau. Ich muss sagen, auf diesem Weg zu laufen, das ist wirklich ein Abenteuer. Ich werde mich jetzt beeilen, den Wald zu verlassen, weil der Abend ist angebrochen und bald wird es dunkel. Du fragst dich ganz bestimmt, was wollte ich in diesem Wald hier erreichen? Also ich wollte einen Wasserfall finden, weil den See, den habe ich ja jetzt gerade neben mir. Und somit kann ich den Höhepunkt dieses Ausfluges als hier bezeichnen, dieser See. Und dieser See heißt Laghetti. Man kann sagen, die Farbe und alles, was ihn umgibt, ist als wunderschön. Ein Selfie mit diesem See darf er jetzt nicht fehlen. Und jetzt geht es einfach zum Auto, das ungefähr 500 Meter von hier entfernt steht. Guten Tag, liebe Leute. Heute ist ein neuer Tag angebrochen. Ich befinde mich noch immer in meinem Dorf Dolcedo, aber schon auf dem Sprung nach draußen. Und in diesen Minuten wollte ich nochmal durch dieses Dorf laufen, euch es nochmal zeigen. Nachdem geht es einfach in die Ortschaft Bergamo und von dort nach Hause. Einfach durch die alten Gassen hier zu laufen, ist einfach ein Privileg. Diese Gasse mit diesen Abdeckungen, mit diesen Wölbungen, finde ich einfach hervorragend. Hier zum Beispiel ist die Abdeckung einfach rustikal. Und von hier aus hat man den schönen Blick wieder auf das Tal, auf dieses Tal, in dem dieser Bach fließt. Und nach diesem schönen Augenblick hier geht es jetzt schon durch die Gassen wieder weiter. Man kommt an Häuser vorbei, man denkt, als die wären verlassen, aber das ist gar nicht so. Überall auf diesen Treppen befindet sich nicht nur das Gras, sondern auch Blumen. Und wenn ich jetzt von diesen Treppen einfach nach rechts schwinge, können wir jetzt hier einen Durchgang sehen. Dieser Durchgang ist gedacht für das laufende Wasser, wenn es mal stark regnet. Ich lief jetzt über diese Brücke und drehte mich einfach nochmal die angereihten Häuser hier zu bewundern.
ein einmaliges Bild wieder. Angekommen auf der anderen Seite befinden sich genau die gleichen abgedeckten Gassen. So zum Beispiel laufe ich jetzt mal hier hoch, diese Straße. In dieser Straße sind mir einfach diese Balken oben aufgefallen, die wirklich diese Architektur noch mehr betonen. Und wenn ich jetzt von diesem Platz emporschaue, dann kann ich einfach den Kirchenturm wieder entdecken. Und gleich neben dieser Gasse befindet sich auch eine Bar und Restaurant, die jetzt um die Morgenzeit geschlossen ist. Ich laufe jetzt einfach durch diese Tür und komme einfach in den Kirchenhof. Dieser Kirchenhof ist als geschmückt mit Palmen und nicht nur das, sondern ihr könnt das jetzt sehen. Es sind einfach viele Blumen. Von dem Kirchenhof bin ich jetzt einfach diese Treppen hochgestiegen und befinde mich wieder in einer abgedeckten Gasse, die mir genau an einem Ende dieses Panoramabild bietet. Ja, ein Panorama, das unvergesslich ist, mit diesem Dorf im Hintergrund, mit diesem Tal vor sich und dem kleinen Bach. Und bei diesem schönen Sonnenschein heute Morgen kann man einfach so herrlich durch die Straßen laufen und einfach die Landschaft genießen, diesen Bach, diese Brücke und die Häuser. So, liebe Leute, wir kommen so langsam zum Schluss. In so einem schönen Panorama wollte ich jetzt meinen Film auch beenden. Ich hoffe, dass ich euch in diesem Film wenigstens eine Kleinigkeit von diesem Dorf Dolcedo gezeigt habe und ihr beim nächsten Mal dieses Dorf ganz bestimmt besucht, weil es sich lohnt. Es ist einfach ein altes Dorf aus dem 13. Jahrhundert. Hier könnte man tagtäglich immer neue Orte entdecken, also andere Details des Dorfes. Aber mein Weg schlägt mich ja jetzt weiter nach Bergamo und von dort nach Hause. Wir werden uns in ein paar Tagen schon wiedersehen. Und ich wünsche euch bis dahin noch alles Gute. Macht's gut. Ciao.